den herausnehmen. So, hallo und herzlich willkommen zum 75. Teil der Stadt Palm Ricks. Und heute geht es eher an ein paar technische Sachen, und zwar nicht direkt die, was mit der Lego-Stadt zu tun haben. Denn man hat hier immer so einen blöden Blick auf mein Chaos unten runter. Und da habe ich mir jetzt überlegt, dass ich da einen schönen Vorhang hinbauen werde. Ich habe auch schon hier diese Haken überall hingesetzt und zeige euch jetzt den Unterschied, wie das vorher und nachher aussieht. So, also ich glaube, das macht auf jeden Fall was her. Jetzt sieht man das Chaos nicht mehr und beim Schwenken ist es nicht mehr ganz so schlimm mit diesem Untergrund. So, das nächste, was mir jetzt mal so langsam am Herzen liegt, ist, dass mir auch so langsam der Platz ausgeht. Und ich versuche jetzt gerade noch ein paar Quadratmeter Land zu bekommen. Dabei ist mir ja auch noch diese Service-Luke quasi ein Dorn im Auge. Und ich habe mir jetzt überlegt, wie könnte ich jetzt hier quasi weitermachen. Und hatte auch schon mir überlegt gehabt, mit dieser Konstruktion quasi ein Loch in das Holz hier unten rein zu bohren und quasi das so einzuhaken auf beiden Seiten. Da hatte ich dann auch schon von diesen zwei Stück, einmal für hinten und einmal für vorne. Und ich wollte dann auf diesem Ganzen, und ich wollte quasi auf diesem Ganzen hier diese Platten dann so auflegen. Da passen ungefähr zwei Stück hin und das Ganze dann herausnehmen. Das war mir dann aber zu schade, da das Holz zu bohren, weil ich glaube auch nicht, dass es das Gewicht aushalten wird. Dementsprechend hatte ich überlegt, was ich denn noch Schöneres machen kann. Und ich habe eine Masterlösung, weil mir dann eingefallen ist, dass ich ja noch diesen Ausschnitt übrig habe, Gott sei Dank, und nicht weggeschmissen habe. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das Ganze gemacht habe. So, ich habe quasi hier so Winkel angebracht, die ich dann dementsprechend nach innen und nach außen drehe. Auf der anderen Seite auch. Und an denen befestige ich dann das Brett. So, und von hier kann man schön sehen, das ist fest und da passiert nichts. Da gehen auch noch die Kabel durch, da kann auch nichts passieren. Und ich habe sogar noch zwei Steckplätze hier frei. Ich hoffe, man sieht es. Und da kann ich dann auch noch das nächste Gebäude quasi genau hier drauf platzieren. Und dazu habe ich ja noch diese Wireless-Ladepunkte, wo ich dann das Haus später mal einfach und schnell wegbauen kann, wenn ich hier in diese Service-Luke reingehen muss. So, und hier hinten hätte ich dann Platz für zwei so Platten. Ich werde da noch ein bisschen schneiden müssen, weil mir genau eine Reihe nicht aufgeht. Also werde ich wahrscheinlich hier was wegnehmen oder von dort und kann das dann bebauen. Hier schneide ich mir auch noch was zusammen und dementsprechend kann ich das dann schnell wegnehmen. Hier stelle ich mir auch noch ein oder zwei Gebäude vor, die ich so wegnehmen kann. Und dann sehen wir mal weiter. Und dann wäre diese Lücke auf jeden Fall geschlossen. Das würde mich sehr freuen. Das dauert aber noch ein bisschen. So, jetzt habe ich dieses Feuerwehrgebäude aus der Stadt herausgeholt, weil ich da Teile recyceln wollte. Ich zeige euch mal jetzt, wie das Ganze stattgefunden hat. Ich wollte es ja sowieso ein bisschen upgraden. Ich zeige euch mal, was ich recycelt habe. Die weißen Teile, viele von diesen Mauersteinen noch. Und diese Eckteile, die werde ich wahrscheinlich aber nicht hernehmen, aber das ist auf jeden Fall übrig geblieben.
Im Großen und Ganzen habe ich das Gebäude ziemlich gleich gelassen. Ich habe jetzt mal nur die Spitze kurz weg. Das Highlight an dem Ganzen ist, dass man jetzt auch hier reinschauen kann. Wenn das dann auch beleuchtet ist, das funktioniert natürlich auch noch, habe ich jetzt nur nicht hier. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooler Mechanismus. Das hier, das sind so Klimaanlagen darstellen und eine Alarmanlage auch. Und ich habe jetzt viel von diesen Eckelementen hergenommen, von diesen roten Steinen und im Großen und Ganzen die grauen herausgenommen und nach innen reingebaut und fast alle weißen Teile herausgenommen, bis auf hier das hier zum Beispiel. Wobei ich das vielleicht auch noch ändern werde. Mir sind bloß da die Teile ausgegangen. Zerlegen kann man es auch noch wie das alte Gebäude damals. Von hier drinnen, wie gesagt, sind jetzt hier viel diese grauen Teile reingekommen, statt die weißen vorher. Kann ich ja mal bei den anderen Videos euch zeigen. Und man kann hier auch noch das trotzdem herausnehmen. Ups. Und man kann das noch wie beim alten Gebäude hier herausnehmen, diese Ecke. Das Bad ist auch noch da. Es hat sich ein bisschen verändert optisch. Wie gesagt, hier die ganzen Fliesen sind überall reingekommen. Ich habe es einmal komplett durchgefliest in diesem Dunkelrot und Schwarz. Feuerlöscher sind noch hingekommen und so Atemschutzgeräte. Keine Ahnung, ob die das dann da brauchen. Unten hat sich so gut wie gar nichts verändert. Hier ist noch, wie gesagt, auch noch gefliest worden. Und die Treppe auch nach oben rein, ich weiß nicht, ob man das sieht. Diese Rollläden hier, die kann man auch noch hoch und runter machen auf beiden Seiten. Das bleibt gleich. Ja, wie gesagt, das kann man auch aufmachen. Da kann man dann in der Stadt besser mal reinschauen. Die Stadt, ein paar Bilder sind dazu gekommen. Und auch hier dieses AFOL. Der war ja hier draußen gewesen. Das habe ich nach innen gebracht. Finde ich, schaut ganz nett aus. Also man könnte jetzt das Stockwerk bis dahin auch abnehmen. Ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass es jetzt nicht mehr ganz so stabil ist. Und mit dem Kabel ist es auch nicht ganz so einfach, aber es würde funktionieren. Die Balkone habe ich dann auch geändert in so einem Schwarzton. Hier auf der Rückseite auch, dass das gleich ist. Und der Eingang hier unten, den habe ich auch noch mal ein bisschen designtechnisch verändert und farblich angepasst. Die Rückseite ist sehr wild geworden, aber die sieht man nicht. Die ist dann in der Stadt, wo auch hier das Kabel ist. Also von dem her kann das auch so bleiben. So, und jetzt schaue ich noch, wie das angesteckt ausschaut mit Beleuchtung, ob sich da viel geändert hat. Weil ich sag mal, hier habe ich noch ein Fenster hinzugefügt. Und hier auch noch. Und hier kommt ja später noch diese Kabeltrasse hin. Und ja, schauen wir mal. So, damit wären wir es schon wieder mit dieser Folge. Beim nächsten Mal seht ihr dann hoffentlich, wie ich mit dem neuen Gebäude angefangen habe. Aber jetzt muss ich erstmal das eine ausschlachten und teilen.
und Teile für das neue Gebäude mitbestellen. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber in diesem Sinne danke ich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.